Guten Abend, ich bin noch gar nicht so wirklich da. Ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Ist auch dunkel hier. Ich mach noch gleich das Licht an und so. So, hallo ihr Nachteulen. Ich habe gerade eben bei Pi reingeschaut, als er gewunken hat und Tschüss gesagt hat. Ich dachte, jetzt ist ja, beginnt der neue Tag. Ich kann wieder ein paar Spiele spielen. Deswegen dachte ich so, hey, werde ich mal noch kurz Forge of Empires spielen. Oh, ich muss ein bisschen leiser machen, damit ich euch hören kann. Da. Und dann raidet mich Pi auch noch schnell spontan. Vielen Dank dafür. Und vielen Dank auch an Buletix oder BuletiTX. Irgendwie so. Für dein Follow. Vielen Dank. Genau. Der neue Tag ist da. Ich dachte, ich kann noch ein paar Spiele spielen im Halloween-Event und euch ein paar Löcher am Bauch fragen. Was stellt man so auf? Ich kenne mich ja nicht mehr aus bei Forge of Empires. Das ist so die erste Frage. Was baue ich denn jetzt? Meine Stadt ist doch so alt. Also ich habe jetzt hier schon ein bisschen Platz geschaffen, ein bisschen runtergebaut und so. Hier unten ist auch noch Platz. Aber ich muss erstmal mich orientieren. Ich habe überhaupt keine Ahnung mehr. Und wahrscheinlich habe ich sehr viele Gebäude zu stehen, die überhaupt nicht mehr zeitgemäß sind nach einem Jahr FOE-Auszeit. Genau. Also ich denke mal, das Hauptgebäude ist ganz gut und ich. So wie ich gesehen habe, sind diese Dinger hier auch ganz gut. Tyrawhile, vielen lieben Dank. 22 Monate am Stück. Dankeschön, Tyrawhile. Für deine lange, lange Zeit, die du mich jetzt schon begleitest und unterstützt. Genau. Rotunden weg, Schmieden weg. Na, die Schmieden sind doch nur für die Produktion. Die Schmieden, die können weg, ich weiß. Die sind nicht mehr ganz zeitgemäß, so Bronzezeit und so. Die sind doch nur für die Produktion. Ich häng an den Güterproduktionsdingen noch. So ein Stück weit. Außerdem gibt es zusätzliche Münzen. Deswegen würde ich den Markusdom jetzt ungern. Schildwacht, das ist sowas von 2019. Hey, 2022 war die noch super gut. Aber ich sehe schon, worauf du hinaus willst, wenn ich hier diese Dinger hier sehe. Diese Apparate. Funkengeschmiedete Sturmspitze mit 6% Angriffskraft für die angreifende Armee. Mit 2 bis 4 Forge-Punkten und einem Gut. Einem einzelnen Gut. Ich habe einiges im Inventar. Auch noch von den letzten
von den letzten Events. Was ich da verbauen muss. Oder aufbauen muss. Also ich habe zum Beispiel hier diese Windmühle, die ich noch gar nicht aufgebaut habe. Ich habe hier auch Druidentempel. 6 Kits. Keine Ahnung, ob ich das ausbauen kann. Ich habe Bergschutzgebiete. 2 Stück, glaube ich, kann ich damit noch bauen. Hier sind auch nochmal diese Tarotkartenkarawane. Die ist doch wohl auch gut, oder? Denke ich mal. Die ist damit drin. Bei dem hier. Goldenes Oreo. Das Goldkit für Tarot. Genau, das gibt es ja jetzt am Ende des Events, richtig. Das ist ja auch gut erreichbar. Was habe ich noch? Erntefest-Auswahl-Kit. Ganz viele Erntefest-Dinger hier für noch mehr Felder. Freibeuter-Bootshaus. So viele Sachen, die hier schlummern. Noch mehr Oreo-Kits. Und irgendwas mit Elefanten. Ganz viel. Und Leuchtturm und... Boah. So viel Platz habe ich gar nicht. Hanami-Brücken, Kram. Heldentaverne. Horrorhaus. Wahrscheinlich alles irgendwie sinnvoll aufzustellen, wenn ich dafür Platz finde, oder? Ja. Auch noch ganz viele Siegerplätze, Septemberhäuschen. Es hört gar nicht auf. Sui-Schuhenmühle. Es hört gar nicht auf. So viel... habe ich hier drin. Wildwechsel. Villa des Gouverneurs. Winterbäckerei. Gut, Winterdom ist, glaube ich, nicht mehr so up to date. Ein, zwei Bühne der Zeitalter. Ja, die ganzen Grundgebäude. Tja, so viel schlummert da noch. Ja, also eigentlich könnte ich die Stadt mal wieder komplett umbauen und da noch einiges rausholen. Aber eigentlich ist es ja auch egal. Das ist ja das Komische bei Forge of Empires. Da hatte man mal irgendwie das Ziel, seine Stadt auszubauen, aber... irgendwie ist es jetzt gar nicht mehr so viel so sinnvoll und so. Ja. Ne? Ihr wisst schon. Es geht auch ohne. Es geht auch, wenn man das schleifen lässt. Wahrscheinlich habe ich das auch schon eine ganze Weile schleifen lassen, bevor ich aufgehört habe, Forge of Empires zu spielen, so wie es ausschaut. Ach so, Murmeltier, das ist eine gute Idee. Welches Ding ist denn das? Welches Symbol? Ups. Das ist die Stadtübersicht. Ja auch nicht gerade übersichtlich. Ist bei der Stadtübersicht mit dabei? Nicht wirklich.
Ein altes Gebäude. Aha. Sorry, Murmeltier. Naja. Okay, also wenn du mir das noch sagen könntest, dann wäre das vielleicht ganz hilfreich. Ist halt die Frage auch, ob ich das überhaupt mache. Da groß umbauen. Weil für mich ist ja jetzt erstmal vor allem dieses Event interessant. Ach, jetzt ist auch die... Sind die täglichen Halloween-Szene wieder da? Und... ich muss sagen, das hat sich auch ganz gut rumgesprochen, anscheinend. Dass ich mich damit befasst habe. Denn mein Video hat ganz schön Kreise gezogen, wieder mal. Also bei diesem Event, kann es ja euch mal eben zeigen. 4470 Aufrufe. Heute. Nach 3 Tagen. Schon krass. Hat sich dann doch gelohnt. Also ich meine, das war ja ein Haufen Arbeit. Einerseits die Streams mit euch. Ich meine, das ist ja der spaßige Part noch gewesen. Streams mit euch zu machen und herauszufinden, wie man das alles... Ach, Zatzel hat mich erwähnt. Vielen Dank, Zatzel. Falls du mal reinschaust bei mir. Genau, ja, das ist halt der spaßige Part noch gewesen, aber dann habe ich halt aufgenommen. Und man kann auch im Video, wenn ihr genau hinguckt, könnt ihr sehen, wie lange ich aufgenommen habe. So ungefähr zumindest. Das mal. Ich öffne es mal eben. Ja, hier seht ihr, 4 Stunden 48 steht hier. Als ich das Video gestartet habe, ich gehe mal nochmal weiter zurück. Also 5 Stunden war noch bis Mitternacht und... Dann am Ende. Ich mach mal stumm. Dann am Ende. Na, wo ist es denn? Da. Nein. War nur noch 10 Minuten. bis zum nächsten Tag. Ja. Genau. Also da habe ich vorher noch Skript geschrieben. Dann aufgenommen, immer wieder versprochen, immer wieder aufgenommen, immer wieder versprochen. Und möglichst kurz machen und so. Ja, André, danke. Danke dir. Also mit dem Schnitt und so, 10 Stunden habe ich bestimmt gebraucht, um das ganze Video auf die Bahn zu schicken, aufzunehmen und zu schneiden und dann bei YouTube alles einzutragen. Wobei, das ist halt eine Sache von... Naja, grob mit dem ganzen Beschreibungstext, der da drunter ist, war es dann doch wieder 20 Minuten bestimmt. Ja, steht oben. Steht oben, habe ich es übersehen. Heißt Gebäude-Kids. Hat so einen grünen Pfeil nach oben. Ein grüner Pfeil nach oben. Das ist der wesentliche Hinweis, denke ich. Hier. Danke dir, Murmeltier. Ah ja, hier kriegt man nochmal... Hier hat man einen ganz guten Überblick, das ist richtig.
doof, dass es so ein langgezogenes Ding ist. Und was sind fehlende Teile? Alle Teile? Okay, wie auch immer. Aber das ist schon mal ganz gut. Und dann müsste man halt noch gucken, wie viel man eigentlich braucht, um das voll zu machen. Kann man das anhand der fehlenden Teile irgendwie festmachen? Ach so, hier ist jetzt das goldene Kit zum Beispiel mit dabei beim Sonnenblumen. Bei der Sonnenblumenpresse. Da wäre jetzt das Goldene mit dabei, was fehlt sozusagen. Ob ich das jetzt wieder ausmache? Dann verrutscht es aber leider. Hier ist es. Naja. Ja, da muss ich mich näher mit befassen. Fürchte ich. Okay, aber das mache ich erstmal noch nicht. Vielleicht kann ich mir nachher nochmal dazu ein bisschen was anschauen. Ey, Pi, warum fail? Doch alles gut. Ja, also ich bin fleißig dabei, das Event zu spielen. Ich bin jetzt noch nicht so weit wie Josie und wie Pi wahrscheinlich. Aber muss ich ja auch gar nicht, weil ich brauche ja nur so viele Zähne, wie ich am Tag verbrauchen kann. Und von daher muss ich jetzt hier nicht unbedingt durchrushen. Und auch die täglichen Herausforderungen habe ich jetzt gespielt und mir diese... Ja, das ist ja die falsche. Da gab es auch noch mal extra Schlüssel. Die habe ich mir auch gesichert. Genau, und ich kann heute, jetzt neuer Tag hat begonnen, kann ich wieder eine goldene Truhe einsammeln. So. Genau. Um hier auf der Leiste voranzukommen. Ansonsten habe ich schon gewechselt. Heute gab es keinen Tagespreis, der mich jetzt so begeistert hat. Auf welchen Tagespreis spart ihr denn? Also, was wäre denn euer Tagespreis, wo ihr viele Schlüssel ausgeben wollt? Ihr habt euch ja damit wahrscheinlich schon besser auseinandergesetzt. Das wäre jetzt auch in Hinsicht auf dessen, was ich an Gebäude aufstelle, interessant. Also, was ist der Tagespreis, der sich lohnt aus eurer Sicht? Ist es das Tarotkartenhaus aus dem letzten Jahr? Oder ist es was anderes? Ja, ich genieße das jetzt auf jeden Fall. Und gehe nicht in meine alte Gilde zurück, weil da werden gleich wieder die Herausforderungen oder die Anforderungen so hoch. Es gab es schon am ersten Tag. Gibt es da kein zweiteres mehr, Tyrawell? Nur das eine? Also als Tauschpreis gibt es doch bestimmt noch, das Tarotkartenhäuschen. Doch, das gibt's. Ich habe es gesehen. Das gab es als Tauschpreis. Also falls es nicht nochmal kommt, dann als Tauschpreis vielleicht. Aber dann muss man auch immer dran denken, dass man tauscht. Und ich glaube, heute gab es die Villa des Gouverneurs. Kann das sein? Ist die denn jetzt schlechter als das Tarotkartenhäuschen? Wahrscheinlich schon, ne? Also früher war ja die Villa eine der besten Gebäude, was die Angriffskraft betrifft. Können wir mal eben gucken, ob wir das direkt irgendwie vergleichen können. Wo ist denn meine Villa? Die müsste ich doch zu stehen haben. Falls ihr sie seht. Dafür gibt es auch ein Upgrade. Ah, hier unten ist die Villa. Okay. Die bringt 34 ohne irgendwelche goldenen und silbernen Upgrades, die ich nicht habe. Weil die wurden ja erst eingeführt, nachdem ich aufgehört habe. Und wenn ich jetzt das Tarotkartenhäuschen betrachte. Das kann ich ja... Tarotkartenkarawane, die kann ich ja mal aufstellen. Sie erstmal Platz schaffen. Das ginge hier oben zum Beispiel. Das ist
jetzt nicht besonders effizient, wenn ich das so aufstelle, aber ich mache das jetzt einfach mal, weil damit man die einfach mal so nebeneinander hat. Und man hat sie ja wirklich fast direkt nebeneinander. Noch nicht mal die neuen Straßen gebaut, also aus dem letzten Zeitalter. In das ich gewechselt bin. Ach, es passt so nicht. Passt so nicht. Das kriegen wir aber hin. Das verschiebe ich noch da. Könnte ich auch hier so ein paar in diesen neuen Dingern. Ups. Hier so reinmachen. Diese Britzeldinger. Und baue jetzt da das Tarotkartenhaus. Die Tarotkartenkarawane. Na, das ist jetzt hier keine Bauempfehlung, dass man das so bauen soll. Überhaupt nicht. Ihr seht, das ist sehr ineffizient aufgebaut. Aber es geht nur ums erstmal hochziehen. Die mal direkt nebeneinander zu haben und mal vergleichen zu können. Es geht noch weiter. Geht noch weiter. Immer noch. Ganz schön viele Stufen. Mensch, das viele Stufen. Stufe 12. Pi. Die muss ich dir erstatten. Pi. Das ist doch, ich soll Bomben und Granaten einsetzen bei Jagged Alliance 2. Das bringt doch jetzt hier nicht so viel. Okay. Genau, das ist das. Die Endstufe aus dem letzten GG. Nein. Das ist die Endstufe aus dem letzten. Letzten Jahr, ne? Das sind 10 Forge-Punkte, 22 Angriff für die angreifende Armee. Ja, den Rest kann man sich schenken. Hat mehr Forge-Punkte, aber deutlich weniger Angriff für die angreifende Armee. Aber die Grundfläche ist ein bisschen besser, ne? Die Villa. Also das ist hier 4x5. Wenn ich das richtig sehe, oder? Ja, 4x5. Und die Villa ist da, glaube ich, schon ziemlich. Das ist 6x6, kann es sein? 4x5 und 6x6, das ist natürlich auch ein größerer Unterschied, was die Forge-Punkte natürlich angeht, sowieso. Da ist die Tarotkarten-Karawane klar im Vorteil. Aber auch auf die Fläche gesehen kann das besser sein. Den Rechner zücken. 5x6. Das wären dann 22 Angriffskraft auf 20 Teilen. Das sind 1,1 und bei der Villa sind es 34 Angriffskraft
Ja, auf 30. Das heißt, leicht besser ist die schon noch, die Villa. Weil das ist 1,13. Ja, also was die Angriffskraft angeht, ist die Villa immer noch ein bisschen besser. Ohne das Upgrade-Kit. Das gibt es ja jetzt dazu. Für das Tarotkarten Dingens. Ist das auch? Nee, das ist es nicht. Da ist es. Und das macht dann wiederum. Ja, das macht auch 32 draus. Und 30 für die Verteidigung der angreifenden Armee. Also das ist dann natürlich ein ganz anderes Level. Und 23 Forge-Punkte auch noch. Wow. Ist das overpowered, ey. Wie krass. Die Karussells können echt weg. Habe ich noch Karussells? Stimmt, ey. Ich habe noch Karussells. Was können die denn? 8%. Aber die machen 8% für die verteidigende Armee. Ja, da kann glaube ich einiges weg. Pi. Da kann glaube ich einiges weg. Auch hier die Magnum Opus. Naja gut, die haben natürlich noch den Vorteil, dass man mit denen halt theoretisch auch diese Produktion machen kann, ne? Aber de facto habe ich es nie gemacht. Nur 23 FP? Seht ihr mal, was sich in einem Jahr getan hat. Was sich in einem Jahr getan hat. An Power Creep. Okay. Gut. Ja, dann freuen wir uns schon mal auf das Gold-Kit, was ich hier bekomme. Alle weg, bis auf eins. Damit der Van Gogh weiter in der Stadt rumläuft. Guter Punkt, Tyrael. Okay, dann spielen wir mal ein Deck. Wir haben jetzt 1130 Zehntchen. Mal gucken. Ich habe das Video von Mooing Cat gesehen. Und Mooing Cat hat gesagt, dass man 350 Zähne braucht. Spiel. Dann ist sportlich, würde ich sagen. Also ich bin auch schon unter 350 gekommen. Auch nicht nur einmal, aber 350 ist doch ganz schön. Da muss man dann schon wirklich clever spielen, glaube ich. Schauen wir mal, was wir jetzt hinkriegen. Okay. Und Glück haben. Der FOI-Helfer hat jetzt auch dieses tolle Menü an der Seite. Das seht ihr jetzt nicht. Ich mache das mal auf die andere Seite. Damit ihr das besser sehen könnt. Das ist natürlich auch ziemlich cool, weil man halt gleich sehen kann, welche Karten sind denn hier gut geeignet. Twin Bees auf jeden Fall schon mal nur so lala. Und wir sehen hier auf den ersten Blick gleich, okay, wir haben ein Zombie-Deck und wir haben sehr viele Zombie-Karten auf der Hand. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir, wenn wir neu ziehen, einen Zombie kriegen, der vielleicht besser geeignet ist als Twinbees, gar nicht so klein ist. Also versuchen wir es mal. Da haben wir zum Beispiel eine kalte Hand. Die nehmen wir gleich. Die schlägt das Wolfsjunge. Weiter geht's. Jetzt müssen wir nicht unbedingt das Wolfsjunge verbraten, weil wir ja noch die so viele Zombies haben. Deswegen wechsle ich nochmal. Nehme auch diese kalte Hand. Die reicht ja auch aus durch den Zusatzschaden. Und schon sind wir beim dritten. Und da haben wir gar nicht mehr so viele Karten, die das schlagen oder die ja gut geeignet sind. Gegen den Nachzehrer. Wir könnten Allseeing direkt nehmen. Die schlägt die Karte mit Sicherheit.
Ich bin noch nie unter 400. Immer Pech beim Gegnerschaden. Okay. Ja, das kann natürlich auch sein, ne? Also, wenn der immer seine hohen Werte einem entgegenschickt. Das hatte ich ja in dem Spiel, was im Video drin ist, auch. Dass mich der vorletzte Gegner, der maximal 6 Schaden austeilen konnte, auch beide Male mit 6 an. Also ich glaube 3 bis 6 hatte der gemacht. Und der hat mich jedes Mal mit 6 getroffen, was dann mich dazu gebracht hat, dass ich dann nochmal mich heilen musste. Genau. Aber gut, so ist das eben. Man hat Glück oder man hat Pech. Ja, ich nutze jetzt die Hexe. Weil die schließt es jetzt hier sicher ab. Wir können Zähne sparen. So, und jetzt gibt es die ersten Karten. Leider nichts dabei, was so wirklich gut ist. Dem dieses Mal die Gratisheilung einfach mal mit. Ja, ne? Also das ist schon eigenartig, dass sie die Kartennamen nicht geändert haben. Hätte ich eigentlich, also ich habe fest damit gerechnet, deswegen auch mein Kommentar. Jetzt könnte ich mein Video noch ein bisschen kürzer schneiden. Eigentlich. Aber vielleicht wussten sie sich auch nicht, wie sie das übersetzen sollen. Also ich hätte einen Vorschlag gehabt. Und zwar die Frenzy-Karte in Raserei oder Wut. Weil Frenzy ist halt eher sowas wie... Oder Durchdrehen. Aber Durchdrehen ist zu lang. Und die Madness-Karte in Wahnsinn. Also Wut und Wahnsinn oder sowas. Genau. Also Frenzy ist halt eher so der ich drehe durch und hau alles um. Aus meiner Sicht, aus meinem Englischverständnis. Ich drehe durch und hau alles um. Und Wahnsinn ist halt wie man macht ständig verrückte Sachen oder sowas. Raserei, ja, Raserei, genau. Das trifft auch Frenzy gut. Ich muss mal eben Epic Games abschalten. Das nervt hier. Okay. Die hatten ja keine Zeit, genau. Es ging ja quasi am nächsten Tag live, aber sowas wie Internationalisierung hat man ja vorher fertig eigentlich. Also das sind ja irgendwo hinterlegte Textdateien üblicherweise, die dann abhängig davon, ob hier jetzt Kürzel.de ist oder Kürzel.us, dann eine andere Texte ausspielen. Und überall sonst funktioniert es ja auch. Nur hier eben nicht. Also bei den anderen hier neu ziehen und sowas haben sie ja auch gemacht. Das steht ja jetzt auch nicht mehr Redraw. Naja, gut. Im Endeffekt ist es nicht so wichtig. Denke ich. Also Twinbees übersetzen. Zwillies? Whatever. Also es ist ja so eine Wortmischung aus Zwilling und Zombie. So ein Wort Konstrukt. Was es eigentlich nicht gibt. Wer weiß. Okay, also ich habe wieder ein Wolfsjunges. Da würde ich wieder versuchen, irgendwie eine kalte Hand zu kriegen. Oder zumindest ein Twinbee. Wobei das... Mein Wolfsjunges würde es... Eigentlich kann ich es nutzen, ne? Das macht halt auch schon 2 Schaden. Ist eigentlich ziemlich gut. Andererseits würde ich mich freuen, wenn ich einen Vampirgegner habe, wenn ich dann noch dieses Wolfsjunge habe. Und das noch nicht verbraucht habe. Also... Ja, was ein Glück. Auch die kalte Hand bekommen. Gut, muss ich kein Twimby ausspielen.
Schön, Pi, dass du das Event toll findest. Also ich finde es ja auch super. Ah, die Katze könnten wir jetzt auch versuchen. Ich finde es ja auch super, das Event. Aber Twinbee wäre gut. deswegen spiele ich ja jetzt wieder, ne? Nein, Pech gehabt. Wenn ich so viele Zombies habe, dann drücke ich jetzt wählen und neu ziehen und habe dann ein wenig weniger Kosten und habe auch Glück gehabt und habe einen Twinbee bekommen. Der ist zwar vielleicht ein bisschen stark sogar für diesen einsamen Wolf, aber hey. Der Gegner stirbt nur einmal. Thief. Und dieses Wild Renewal lohnt sich da schon eher, glaube ich, als die Heilung. 8 für 50 ist noch nicht so doll. Okay, naja, gut, große Fledermaus, aber gibt's sowas? Also klar gibt's eine große Fledermaus, aber also ich hätte das Ding eher Vampirfledermaus oder so genannt. Ich meine, es gibt halt wirklich eine Vampirfledermaus. Auch in echt, nicht nur in der Sage. Und die trinken auch Blut. Na, das sind diese, die sich so an Säugetieren. Säugetiere beißen und so, ne? Ich glaube, sowas machen die. Ach, ist ja auch cool. Ich sehe ja sogar die anderen Karten, die ich noch habe. Das ist ja auch nice. Cool. Okay, jetzt habe ich einen Zombie. Jetzt würde ich mich natürlich über eine Vampirkarte freuen. Oder was anderes passende. Ich habe ja schon eine Vampirkarte. Aber es möchte, dass ich mich heile. Ist die Frage. Ja, so gut sind meine Heilungskarten jetzt noch nicht. Ich mache einmal voll. Und dann nutze ich erstmal den Vampir. Also den kleinen. Die kleine Vampirfledermaus. Der hat mich sogar getötet. Der Twinbee. Mit der Katze kann ich es auch erledigen. Da brauche ich nicht mehr tauschen. Fledermäuse sind eher klein. Diesmal habe ich aber Glück, ne? Jetzt habe ich das Wolfsjunge und genau das brauche ich ja auch, um so ein Algo zu schlagen. Ja, schön. Dann nutze ich das direkt. Brauche ich eh zwei von. So, der passt jetzt nicht. Der passt jetzt nicht. Okay, und jetzt mache ich lieber Neuziehen nochmal. Oder nutze ich die Fledermaus? Die würde ja reichen. Ja, ich nutze die Fledermaus. Die reicht ja. Und so viele Karten kommen wir jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich schon bei Kampf 8. Hat er wieder vollen Schaden gemacht. Ah. Naja, dann die Heilung. Habe ich eine Frenzy-Karte? Ich habe keine Frenzy-Karte. Zur Not. Wäre auch ein Soul-Siever nicht schlecht für den letzten, für den Endboss. Ist die Frage, ob ich die jetzt kaufen sollte. Oder beim letzten Mal Karten ziehen. Ist das jetzt schon das letzte Mal? Nee, ne? Das ist ja, ich hatte ja gerade gesagt, das war gerade der siebte Kampf. Dritter, fünfter, siebter und neunter. Ich würde sagen, ich gucke nochmal beim neunten Kampf.
Wenn ich da eine Frenzy-Karte oder einen Soulsiever bekomme, dann ist es. Dann passt es ja. Bisschen auf Risiko. So, ja, die Heilung wäre jetzt sehr gut. Und jetzt haben wir noch einen Zombie als Gegner. Da hätten wir Vile Renewal und die Fledermaus. Die wären gut geeignet, um den anzugreifen. Wir können natürlich den auch schon mal mit so einem Twinbee ein bisschen vorkämpfen. Weil auch die Fledermaus und Vile Renewal schlagen den ja nicht. Deswegen können wir den Twinbee schon mal einsetzen. Gibt es auch keinen Zusatzschaden. Oh ja, die Heilungskarte nutze ich dann gleich, um voll zu machen. Ja, jetzt habe ich das Problem, dass ich bei Renewal jetzt nicht mehr einsetzen kann, so einfach. Weil jetzt wäre es ja halt verschwendet, ne? Also es würde den Rotten One nicht ganz töten und die Heilung geht voll flöten. Mache ich jetzt hier lieber nochmal neu ziehen. Die Fledermaus schlägt ihn auch noch nicht. Dummerweise. Brauche ich hier drei Angriffe. Aber ich nutze die jetzt. So, das Wolfsjunge würde Zusatzschaden kriegen. Das nutze ich da natürlich nicht. Mit dem Rotten One könnte ich ihn umhauen. Den hätte ich aber ganz gerne für die letzten Kämpfe. Eigentlich habe ich auch nur noch Vile Renewal im Deck. Was jetzt gut geeignet wäre an der Stelle. Aber ob ich das jetzt kriege, wenn ich nochmal Neuziehen mache? Schauen wir mal. Glück gehabt. Okay, den kann ich jetzt direkt nutzen. Dann bin ich nochmal voll geheilt. Der ist weg. So, den nutzen wir nicht. Wir brauchen jetzt einen Rotten One. Am besten einen schwächeren. Genau den. Der macht dann... Na gut. Ja, der macht genügend Schaden. Macht mindestens 7. Jetzt gibt es nochmal Karten. Da ist es. Da ist die Frenzy-Karte. Ich habe Glück gehabt. Es hat sich gelohnt zu warten. Natürlich auch Pech haben können. Ne? So, jetzt habe ich den guten. Und der ist auch geeignet. Der muss den Alpha-Volt nicht unbedingt schlagen, aber hat auf jeden Fall gute Chancen. Er schafft es auch. Endboss. Jetzt müsste man eigentlich die Thief-Karten highlighten, ne? Hier. Ach doch, ist sie auch. Mit einem Rahmen. Einem orangenen Rahmen versehen. Ja? Und ich habe nochmal Glück, dass die Thief-Karte direkt auf der Hand ist. Renzi setzt sich noch nicht ein. Das ist mir zu riskant, dass er dann vielleicht schon stirbt. Noch einmal bestohlen. So, und das Wolfsjunge wollen wir nicht. Wir wollen Frenzy benutzen. Er lebt noch. Jetzt ist egal, was wir benutzen. Wir haben am Ende noch 3 Karten übrig, bekommen 3 zusätzliche silberne Schlüssel. Ob das jetzt eine starke Karte ist oder nicht, ist eigentlich ganz egal. Wir brauchen nur noch einen Lebenspunkt, den wir ihm Schaden machen müssen. Und dann alle Monsterkarten übersetzen sich in silberne Schlüssel, ne? Wie wir rausgefunden haben. So, und 5 bekommen. 3 zusätzlich. Jetzt könnte das hier weggehen. Geht's aber leider nicht. Nicht mal, wenn ich schließe. Spannend.
Okay, jetzt soll ich Werwölfe nehmen. Ich kann draufklicken. Ah, danke, Pi. Okay, wir haben jetzt 880. Haben wir noch? Wir hatten am Anfang 1130. Dann sind wir jetzt ganz gut durchgekommen, denke ich. Wir haben nämlich. Oh, ich bin jetzt zu müde. 180. Wir haben 250? Wir haben 250 Zähne verbraucht. Danke, Türerweil. Okay. Da sind wir sehr gut durchgekommen, würde ich sagen. Ja. Mooing Cat. Take that. 250. 250. Ja, ganz normal. Schafft man auch ständig mit 250. Aber es hängt auch sehr davon ab, wie viele Thief-Karten man hat. Denn dieses Mal hatte ich zwei. Und hätte ich drei oder vier gehabt, da hätte ich jeweils wahrscheinlich 50 mehr ausgegeben, um die Thief-Karten zu bekommen. Aber es lohnt sich halt auch, die dann zu nutzen. So, das Britzelding habe ich doch jetzt hier. Genau. Ich habe keine. Ach so, die sind noch nicht auf Stufe 2. Funken. Tja. Doch. Einmal ein Upgrade habe ich. Daneben. Sind die denn überhaupt gut? Was sagt ihr? Ich würde ja sagen, ja, oder? Was hat denn nochmal die Schildwacht? Ach, die hat ja nur 4%. Ist das eine Stufe 2 schon? Ja. Die Britzeldinger sind. Na, besser wie die Schildwacht. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall besser. Ja. Okay. Next. Ich soll Werwölfe nehmen. Ausnahmsweise. So. Bei 880 standen wir. Mal gucken, ob wir noch so einen coolen Durchlauf kriegen. Piratenschiffe sind schlechter. Das kann sein, ne? Die haben nur sehr wenig Angriffskraft. Die waren früher mal sehr, sehr stark. Früher. DM. Kalte Hand. Bisschen stark die kalte Hand, aber. Ach, du rätst. Ja, also auf die Fläche auf jeden Fall. Acht Prozent. Sie sind besser. Also wenn man jetzt nicht sagt auf die Fläche. Dann sind sie besser. Perfekt. Okay, gegen den haben wir nicht viel im Deck. Vampir wäre ganz gut. Aber beide unsere Vampirfledermäuse haben nicht wirklich die Chance, ihn sicher zu schlagen. Von daher ist die Hexe gar nicht so schlecht. Wir haben noch zwei Katzen im Deck, die nicht ganz so overkill wären. Aber auch die schlagen den Twin Bee nicht sicher. Hm.
will ich jetzt schon meine gute Hexe, meine beste Hexe ausgeben. Pi, schön, dass du noch dabei warst. Vielen Dank für deinen Raid. Dann wünsche ich dir eine gute Nacht und schlaf gut. Ich habe ja schon geschlafen. Ich bin ja erst um kurz vor 11 wieder aufgewacht, nachdem ich meine Tochter ins Bett gebracht habe. Um 9. Also, aber mein Nachtschlaf war das jetzt noch nicht. Also, ich gehe noch schlafen. Keine Sorge. Aber ich bin ein bisschen fit jetzt erstmal. Oder noch fitter geworden wieder. Dadurch. Schlaf gut, Pi. Ich nutze die jetzt. So, einmal Thief. Reicht auch schon. Der Alpha-Wolf, der ist wieder zu stark. Aber wir haben ja noch genügend andere Karten, die da passend wären. Zum Beispiel diese Vampir-Fledermaus. Achso, nee, ist ja auch eine Vampir-Fledermaus. Nee, stimmt ja gar nicht. Wir bräuchten eigentlich einen anderen Wolf. Einen schwachen Wolf, sowas wie ein Wolfsjunges. Haben wir noch Wolfsjunge? Wir haben Alpha-Wölfe, wir haben ein Wolfsjunges nur noch? Nee, zwei. Na, ob wir die jetzt bekommen? Und wir hätten auch noch einen schwächeren, nee, zwei. Nee, das ist ja schon unser schwächster einsamer Wolf. Ja, dann nutze ich den jetzt. Bevor es nachher wieder nichts gibt. Er ist eigentlich auch schon wieder übertrieben, aber ist okay. Ist okay. So, jetzt kriegen wir wieder Karten. Frenzy wollen wir haben. Wir sind sparsamer mit den Karten einfach, würde ich sagen. So, hochgeheilt. Hier haben wir nicht viele Karten, die da gut geeignet sind, deswegen nutze ich die Katze. Das ist sehr schön mit dem Helfer hier, muss ich sagen. So, hier müssen wir wechseln. Der kriegt Zusatzschaden. Frenzy würde gehen, aber Frenzy möchte ich hier gerne aufheben. Jetzt habe ich nur zwei Wölfe bekommen. Ich mach mal nochmal, dieses Mal mit neu ziehen, weil die will ich nicht nochmal bekommen. Die Karten. Da ist die kalte Hand. Die hätte ich gerne gehabt, aber auch die reicht ja nicht. Auch die reicht ja nicht. So teuer. Klar könnte ich jetzt das Wolfsjunge einsetzen. Aber auch das reicht ja noch lange nicht. Das macht vielleicht nur einen Schaden. Und dann ärgere ich mich, wenn ich einen Vampir als Gegner habe. Ach, nee, ist nicht so schlimm. Ich kann das einsetzen. Ich kann das einsetzen, dann brauche ich halt drei Karten bei dem. Weil ich habe ja ein Werwolf-Deck. Hat sogar geschlagen. Glück gehabt. So, an der Stelle wieder heilen. Das wird jetzt nicht so günstig. Das Wolfsjunge passt schon mal nicht. Oh, da müssen wir jetzt echt die richtigen Karten kriegen. Deswegen nochmal neu ziehen. Die Fledermaus ist gut.
Aber sie schlägt dieses Twinbee-Dingens auch wieder mal nicht sicher. Die andere Fledermaus Glück gehabt. Und damit nehme ich jetzt Thief und eine Heilung. Mit 10 für 50 ist definitiv günstiger. Ich habe Frenzy habe ich einmal, sehr gut. Da hätte ich nur die kalte Hand. Und Frenzy. Und die Katze noch, die ich einsetzen kann. Ich kann natürlich auch die Wölfe einsetzen. Die sind halt nicht so gut gegen den. Frenzy würde ich halt gerne aufheben. Kalte Hand habe ich bekommen. Dann nutze ich die schon mal. Und ich soll mich wieder heilen. Na, voll heilen lohnt nicht. Nicht so richtig, weil ich habe ja eine Heilungskarte noch. So, der reicht halt nicht. Doch Frenzy eingesetzt. Die Katze kann ich nochmal einsetzen. Und dann kriege ich ihn mit drei Karten umgehauen. Was dann sehr teuer war. Aber ich habe halt meine Alpha-Wölfe noch. Und andererseits, ich brauche noch viel Leben dann. Keine so gute Option. Ich ziehe nochmal. Heil mich jetzt erstmal. Den will ich nicht verbrauchen an der Stelle. Nutze jetzt Frenzy, dann ist er sicher tot. Ich hoffe, ich kriege nochmal eine Frenzy-Karte. Oder zumindest Soulseaver. So, jetzt kommen die passenden Gegnerkarten für meine Alpha-Wölfe. Der ist perfekt. Und es gibt Karten. Da ist Frenzy. Die wollte ich haben. Wenn nicht, hätte ich Soulseaver genommen. So, der ist nicht ganz so passend. Aber da das der starke Algul ist, na, ich soll zumindest die Chance haben, dass der gleich stirbt. Deswegen wählen wir den starken Alpha-Wolf. Wählen nochmal einen Lebenspunkt. Kämpfen. Hat geklappt. Er hat mir aber den vollen Schaden gemacht. Das heißt, wir müssen nochmal einen Lebenspunkt heilen. Um gleich Frenzy einzusetzen. Wir haben wieder nur zwei Diebeskarten bekommen. Aber die brauchen wir jetzt hier. Ja, das ist jetzt der Pech, ne? Ist okay. Hat trotzdem nur 10 Zähne gekostet. Hätte ich das Neuziehen genommen, hätte es auch 10 Zähne gekostet. Jetzt bleibt es auch bei 10. 10.
Okay. Jetzt Francie. Er lebt noch. Das Wolfsjunge ist schon stark genug. Das macht schon mindestens drei. Also, stirb. So, und jetzt habe ich kein Zombie-Deck mehr zur Verfügung, deswegen mache ich hier wieder eine schnelle Runde und ich zeig mal, was Mooing Cat empfohlen hat. Der hatte nämlich noch eine leicht andere Strategie. Und zwar hat er Schonzähne eingesetzt, aber nicht viele. Also, ich habe halt die Zombies jetzt nicht. Deswegen wird es halt ein Kampf, der eigentlich zu schwer wäre. So. Ich bin mir nur noch nicht sicher, ob das eigentlich eine gute Idee ist mit den wenig Zähnen einsetzen, was Mooing Cat gesagt hat. Aber ich will es euch nur mal zeigen. Okay. So. Also er hat neu ziehen hat er gemacht. Das hat er eingesetzt. Um halt so mit wenig Zehen. Ach so, ich habe jetzt vergessen zu gucken. Wir gucken noch mal. Wir haben jetzt 5 Zehner ausgegeben. Sind bei 510 dann logischerweise gewesen. Nach 880. Und das sind dann 370. Ist dann logischerweise eine Ausgabe von 370. Was ist mehr ist als 350? Aber wir hatten ein bisschen Pech. Ah, danke, Türwei. Genau, bei 510 sind wir jetzt. Gut. So, die kalte Hand, die passt auch wieder gut. Also statt einfach nur durchzuspielen, ein geringer Zahleneinsatz, um zu wechseln, hat er empfohlen. Das Wolfsjunge ist ja eigentlich auch ganz gut. Das könnte ihn schon schlagen. Hat nicht geklappt. Mit dem Algul würde man das sicher schaffen. Der ist aber wieder übertrieben. Und davon sind noch ganz viele. Also von den Vampiren sind noch ganz viele im Deck. Dann lieber. Das. So, und jetzt bei der Kartenwahl geht man auf die Heilungskarten. Also, dass man nur eine Heilungskarte wählt und wieder rausgeht. Und dann versucht sich zu heilen. Glück gehabt, ich habe gleich die Heilungskarte bekommen. Das hatte ich bisher auch recht selten, dass ich die Karte, die ich vorher gewählt habe, bekommen habe direkt. Kann ich mich erstmal wieder aufheilen. Und kann noch ein bisschen weiterspielen. So, das Wolfsjunge ist jetzt genau die eine Karte, die ich hätte nicht bekommen dürfen. Aber dafür. Kann ich halt jetzt wechseln. Ja, eigentlich ist der Alkohol zu stark, aber. Der schlägt Twinbees halt auch sicher. Und wir wollen ja nicht so viel Schaden nehmen. Und wir wissen nicht, wie viele Karten wir überhaupt verbrauchen können. Also, wenn wir uns wieder heilen müssen. So, Allseeing wäre auch gut. Auch gut hier an der Stelle. Jetzt kriegen wir wieder eine Karte und hoffentlich auch eine Heilungskarte. Sieht schlecht aus. Aber wir könnten nochmal Frenzy nehmen.
Mit Frenzy können wir vielleicht noch einen Gegner schlagen. Wir haben ja nur noch 5 Lebenspunkte. Den können wir damit schon mal nicht sicher schlagen. Mit dem Wolfsjungen können wir den aber auch nicht sicher schlagen. Also eigentlich ist die einzige Karte, mit der wir den Nachzehrer jetzt sicher schlagen können, Frenzy. Wir könnten... Das ist ja die Frage, ob ich jetzt Frenzy bekomme, wenn ich jetzt neu ziehen drücke. Ich habe so eine Tendenz gesehen, dass man schon die Karten häufig bekommt. Also, dass die Karten beim Tauschen schon ziemlich häufig zur Verfügung stehen. Ich weiß nicht, ob die einen höheren Wert haben, dass die wahrscheinlicher in das Deck kommen als die anderen. Also, dass die Fähigkeitskarten wahrscheinlicher ins Deck kommen als die Monsterkarten. Genau, also die Tendenz hast du auch bemerkt. Ja, also... Murmeltier, schön, dass du doch da warst. Ich wünsche dir eine gute Nacht und danke nochmal für den Hinweis mit diesen Gebäudekits. Da werde ich mich auch auf jeden Fall nochmal orientieren. Schlaf gut, Murmeltier. Genau, deswegen versuche ich es jetzt mal mit Neuziehen und hoffe, dass da Frenzy kommt. Und tatsächlich. Genau, Frenzy hat jetzt eine ganz gute Chance, dass er sich schon tötet. Wenn wir Frenzy einsetzen. Wenn das der Fall ist und wir den nächsten auch noch schlagen können, kriegen wir nochmal Karten. Und können nochmal heilen. Die Frage ist, ob wir das nochmal hinbekommen. Der Algu kann den schlagen. Wir müssten... Also, ne, dafür, dass es jetzt hier so eine Sparrunde ist, sozusagen... Können wir ja das Risiko eingehen, dass wir vielleicht nicht überleben, wenn wir jetzt angreifen mit dem Alkohol. Ist halt ein Drittel, dass wir jetzt raus sind. Die Chance ist ein Drittel, dass wir raus sind. Die Chance ist zwei Drittel, dass er stirbt. Das ist... Thyrawer, kannst du das löschen, bitte? Ich glaube, das ist ein Spam-Eintrag. Wäre lieb, wenn du das rauslöschen könntest, Thyrawer. Genau, also... Also... Nochmal. Vielleicht, wenn er stirbt. Wenn er stirbt, dann kriegen wir nochmal eine Karte. Danke, Thyrawer. Dann kriegen wir nochmal eine Karte. Und können uns nochmal heilen. Und kommen noch ein bisschen weiter. Aber... Also können uns vielleicht nochmal heilen. Es sind so viele Vielleichts, dass ich jetzt das Risiko einfach eingehen werde. Also wenn nicht, dann ist jetzt hier halt Schluss. Ist auch okay. Wir haben ihn geschlagen. Und noch überlebt. Das heißt, wir kriegen nochmal eine Karte. Bekommen die Heilung. Und verlassen das wieder. Ich drücke auf Neu ziehen und hoffe, diese Attributkarten zuerst oder Attributkarten vorrangig bekommen. Sache... Gibt mir die Heilung und tatsächlich gibt sie mir die Heilung. Wenn das so ist, wenn man vorrangig Attributkarten zieht, also die haben anscheinend irgendwie, haben da anscheinend irgendwie was eingebaut, dass diese Fähigkeitskarten, nicht Attributkarten, einen Vorrang haben beim Tauschen. Dann lohnt sich diese Strategie halt noch eher, ne? Dann ist es halt recht wahrscheinlich, dass man die Heilungskarte kriegt mit einmal tauschen.
So, jetzt haben wir eigentlich ganz viele Karten, die da gut geeignet sind. Die Fledermaus ist es aber eher nicht. Der Nachzehrer macht halt auch noch zu wenig Schaden. Ich brauche eigentlich jetzt einen Algul. Aber ich habe halt schon zwei Alguls eingesetzt. Deswegen setze ich jetzt den ein, den Nachzehrer. Und wenn ich den jetzt einsetze, ist der Gegner tot. Aber ich auch. Also nicht sicher. Ich könnte es wieder überleben. Aber ich kriege jetzt halt noch keine Karte an der Stelle. Ich habe es wieder überlebt. Ja, ich habe jetzt keine Karte, mit dem ich den schlagen kann, den Alpha Wolf. Mit einem Zug. Nicht mal die Hexe würde das schaffen. Von daher ist es an der Stelle jetzt vorbei. Genau. Und dann hätte ich jetzt 30 Zähne eingesetzt und wäre noch ein paar Schlüssel weitergekommen, als hätte ich einfach nur auf Kampf gespielt. Und da ist die Frage, lohnt sich das schon? Ich glaube, für 30 Zähne ist jetzt so ein bisschen die Frage, was habe ich jetzt noch zusätzlich bekommen an Schlüsseln? Ich hatte mir ja mal hier aufgeschrieben. Halt, das war eigentlich schon ganz gut, dass es nur so halb reingezogen ist. Bleibt doch so. Ich hätte das gerne so. Verdammt. Ach nee, seht ihr nicht. Da muss ich das. Das doch drüber ziehen. Na egal. So, kann man das lesen? Nicht wirklich, ne? Mal ein bisschen größer. Also ich kann es zumindest in meinem Bild hier nicht lesen, aber ihr könnt es wahrscheinlich lesen. Schlecht, immer noch schlecht? Zieh einfach mal auf die volle Größe. Genau, das sind ja jetzt die Preise, die es gab. Ich bin jetzt bei. Habe noch rechtzeitig auf den Mute gedrückt, glaube ich. Dass ihr nicht meinen Niesen gehört habt. Ich bin jetzt hier bei. Danke. Ah, ich muss gleich nochmal. Bei 9, das heißt, die zwei Silbernen habe ich noch bekommen, den einen goldenen. Noch einen silbernen und 5 Bronze. Also 3 silberne und einen goldenen habe ich bekommen. Bis hierhin wäre ich vielleicht auch so gekommen. Weiß ich nicht. Kann ich schlecht sagen. Ist die Frage, ob sich das schon lohnt. Für 3 silberne und einen Bronzenen. Das muss ja im Prinzip. Was kriege ich hier, wenn es voll ist? Naja, wenn ich 50 Zähne ausgebe für die Diebeskarte, wo ich. Na gut, da kriege ich halt 3 goldene, ne? Die ist schon besser, die goldene Karte, die Diebeskarte. Ist schon besser als. Jetzt schon besser als das, was ich bekommen habe, würde ich sagen. Also das kostet 0 bis 50 Zähne. Mit den Totenköpfen. Ja.
Das kostet 0 bis 50 Zähne. Und jetzt habe ich. Habe ich halt für 30 Zähne 3 silberne und einmal Gold bekommen. Vielleicht auch noch 4 bronzene. Vielleicht. 5 bronzene. Was ja dann umgerechnet ist 5, oder? Ja, doch. Genau das. 5 und 6. Oh, jetzt ist wieder mein. Jetzt ist hier wieder mein Plus belegt. Jetzt nochmal? Nee, beim. 5 und 6 und 8, das ist mal 18 durch 6. Achso, das ist ja mal 2. Okay, und 24, das ist mal 6 dann. Also nochmal 6. Das. Macht dann aber auch 17 Totenköpfe im Ergebnis an Vorsprung. Ist nicht schlecht, ne? Ist jetzt nicht so schlecht. Also wenn man die Bronze mitrechnet, wenn man die Bronze ausrechnet, rausrechnet, dann sind es nur 12. Also 12 bis 17, ja. Und 12 wäre ja nicht mal die Hälfte. Und wenn die Diebeskarte, die kann man halt auch für 0 Zehner bekommen, ne? Also de facto bekomme ich sie immer für 0 Zehner, weil ich sie immer zuerst auswähle, aber das spielt ja keine Rolle. Ich wähle ja oft noch eine zweite. Und dann hat sie ja quasi 50 Zehner gekostet. Oder die andere Karte. Ist halt die Frage, welche man. Welcher man dann den Preis aufschlägt. Oder ob man beiden 25 gibt. Aber. Dann ist es vielleicht besser, doch die Zähne lieber zurückzuhalten. Oder? Und aufs komplette Dungeon gesehen? Das habe ich halt noch nicht gerechnet. Nee, das ist ja. Nee, das ist nur Thief. Das komplette Dungeon habe ich noch nicht berechnet. Richtig? Genau, da war ich hier dabei. Da war ich hier dabei, was das komplette Dungeon einbringt. Zu korrigieren, weil ich mich ja da verrechnet habe. Worauf mich ja Onata hingewiesen hat, dass das Kistenöffnen ja mehr kostet. Und es gab 6 silberne Schlüssel, 6 goldene und 14 bronzene. Ist das richtig? Im Gesamten. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6. Ja. Genau. Zieh das mal runter. Achso. Hier habe ich schon angefangen, das umzurechnen. Was das an Totenköpfen bedeutet, das sind 14. Hier ist es noch nicht korrekt. Da wäre das ja dann mal 2. Dann wären das nur 12 und hier ist es mal 6. Dann sind das 36. Und
Das sind dann... ...62 Totenköpfe. Für... naja, irgendwas zwischen 300 und 500, so wie es ausschaut, schon eher. Vielleicht ist... ja, vielleicht sollte ich eher 400 einsetzen. Ansetzen. 62 Totenköpfe für 400 Zähne oder... 25 Totenköpfe für 30 Zähne, das spricht dann doch eher für die 25, ne? Aber diese Totenköpfe bekomme ich, oder diese Diebes, die Diebes Karten, sie einzusetzen gegen den Endboss, gelingt halt auch nur, wenn ich das hier vorstrecke, sozusagen. Man könnte es jetzt auch nochmal zusammenrechnen. Nehmen das mal mit runter. Weil das ist ja die Bedingung dafür, dass ich überhaupt Diebeskarten einsetzen kann. Könnte man halt sagen, im Schnitt 2 Diebeskarten reicht vielleicht gar nicht. Es sind vielleicht auch eher 3 Diebeskarten. Aus meiner Erfahrung jetzt, die ich im Schnitt bekommen habe. Weil manchmal waren es 4, manchmal waren es 3, oft waren es 2 und selten waren es eine oder keine. Sehr selten. Also ich... na, vielleicht so... man könnte ja auch mit 2,5 rechnen. Wenn jetzt einfach mal 2,5 Diebeskarten einberechnen, das wären dann 75... nee, Quatsch, nicht 75, sondern 75 sind ja 3. 57, 58 Totenköpfe nochmal zusätzlich. Ist jetzt natürlich alles sehr hypothetisch, ne? Was dann zusammengerechnet 120 Totenköpfe für 400 Zähne bedeutet, weil da ist ja der Preis für die Totenköpfe, für die Thief-Karten mit drin. Und dann wäre das für das Dungeon ein Totenkopf zu Zahnpreisverhältnis am Ende. Muss mich Onata wieder korrigieren, ich hoffe, sie sieht es noch. Das nicht, dass ich mich hier verrechne, dann wäre das 0,3 Zähne. Nee, Quatsch. Nee, ist ja falsch rumgerechnet, ne? Sollte 400 durch 120 rechnen. Dann habe ich... ja, weil du musst jetzt auch los, ne? 33, ja klar. 33,3 Periode. Tyrawal, vielen Dank für 42 Bits. Für meinen bisher sehr kurzen Stream. Naja, so kurz ist er schon gar nicht mehr. 1,5 Stunden schon. Zeit vergeht. Um 6 musst du morgen los. Okay. Na dann. Wünsche ich dir eine schöne Nacht. Eine gute Nacht. Schlaf gut. Ist ja nicht mehr viel Schlaf übrig. Kann ich gut verstehen, dass du platt bist. Schlaf gut und bis ganz bald. Ich musste mir eine Auszeit nehmen nach dem stressigen Video produzieren, muss ich sagen. Und den vielen Streams, sodass ich... ach, heute Morgen, nicht morgen musst du um 6 los, sondern heute Morgen. Deswegen bist du müde, alles klar, verstehe. Verstehe.
Genau, ich musste mir eine Auszeit nehmen, deswegen ist seit Anfang der Woche, wo ich ja dann noch 2 Tage gebraucht habe, um das Video zu schneiden und das Video zu produzieren, dann kein Stream mehr gekommen. Aber ich hoffe, ihr seht mir das nach. Genau. Ich brauchte etwas Pause. Okay, dafür jetzt diesen spontanen Stream, den ich eigentlich jetzt auch nicht vorgesehen hatte, sondern jetzt einfach so zack reingeschmissen habe. Von daher danke für die Bits auf jeden Fall und schlaf gut. Okay, ich versuche das mal noch so auszuknobeln hier. 33,33 wäre dann hier der Zahnpreis je Totenkopf. Und wenn man das gleiche hierfür macht, das wären ja dann andersrum. Wir schreiben es mal auch richtig, damit es hier nicht Verwirrung gibt. Dann wären es hier jetzt 30 Totenköpfe für 12 bis 17 Toten. Quatsch, 30 Zähne für 12 bis 17 Totenköpfe, aber es sieht immer noch ganz gut aus. Weil dann kostet nämlich ein wird. Was rechne ich denn hier schon wieder? So richtig fit bin ich nicht. So richtig fit bin ich nicht mit meinem knapp zweistündigen Schlaf im Bett meiner Tochter. Genau, dann kostet es halt nur 2,5 bis 1,8 Zähne je Totenkopf. Und dann muss man sagen, es lohnt sich schon. Es lohnt sich schon da, also unter der Prämisse, dass man nur so wenig ausgibt. Das können ja natürlich auch mehr werden. Wir können ja mal versuchen, die gleiche Rechnung jetzt mal mit 50 aufzumachen. Ist halt sehr ungewiss, wie viel Zähne man da tatsächlich ausgibt, ne? Bei so einer Runde. Wenn ich jetzt 50 nutze, dann sind es halt 4,1. Im Falle, dass die 5 Bronzenen nicht mit drin sind, dann würde sich da im Vergleich zum vollen Durchspielen nicht lohnen. Und bei den 17ern wären es 2,9. Und es ist halt auch sehr fraglich, wie weit man kommt, ne? Aber ich würde sagen, Wingcat hat schon recht, dass man zumindest mit geringem Zahneinsatz versuchen sollte, da möglichst weit zu kommen. Also nur mit Tauschen, Heilungskarten kaufen, Leben wieder auffüllen. Um da noch jeweils irgendwie ein paar Schlüssel zu holen. Ob man dann tatsächlich
das zusammenbekommt, was ich jetzt hier jetzt geschafft habe, auch noch mit dem goldenen und den zwei Silber, drei silbernen. Ja, wahrscheinlich nicht so unwahrscheinlich ist es nicht so unwahrscheinlich, dass man das hinkriegt. Also wenn man mehr Zehner ausgibt dann hier, dann wird es halt auch immer weniger lohnenswert. Und wenn man hier mehr Thief-Karten bekommt, was ja auch, es ist alles sehr glücksabhängig. Es ist alles super glücksabhängig. Wie viel Thief-Karten ihr bekommt, ist super glücksabhängig. Wie ihr hier durchkommt, wenn ihr versucht, mit wenig Zehnen zu spielen, ist super glücksabhängig. Ja, ich kann es noch nicht so richtig einschätzen. Also Mooincat hat, glaube ich, ausgerechnet, wie viel Zähne ihr insgesamt bekommt. Und hat daraus, glaube ich, berechnet... Ich erinnere mich nicht richtig. Ich glaube, dass man zwei Dungeons am Tag... Ein bis zwei Dungeons am Tag richtig spielen kann. Weiß es nicht mehr. Ich weiß halt nicht, wie viel Zehn es insgesamt gab. Ich habe das Video jetzt leider nicht mehr im Kopf, wie das war. Und dann ist halt die Frage, was passiert mit dem dritten? Und lohnt sich das überhaupt? Ne? Also die Sache ist halt die. Also ich sterbe jetzt hier, ne? Das ist zu Ende. Das ist zu Ende. Und es lohnt sich halt, glaube ich, nicht 100 extra Zehner auszugeben, um einen Dungeon zu spielen, damit es passt, damit es vom Tipp her passt. Und es wird halt nicht jeden Tag mit den Tipps aufgehen. Also wie ich jetzt gespielt habe, ich hatte keinen einzigen Tag bisher, wo alle drei Tipps gepasst haben. Ich glaube, das Eventlist läuft ja jetzt auch erst drei Tage, vielleicht ist es auch ein bisschen hochgegriffen, jetzt zu behaupten, dass es selten ist, aber es wird wahrscheinlich auch einfach, die Chance wird jedes Mal ein Drittel sein. Beim ersten Mal hast du halt noch alle drei Decks zur Verfügung. Danach wird wieder neu ausgewürfelt. Du kannst genau das Deck kriegen, was du gerade schon gespielt hast. Dann hast du Pech gehabt, dann hast du nur einmal ein Deck mit Tipp gehabt. Aber die Chance ist relativ groß, noch zwei Drittel, dass es eins der anderen Decks wird. Und zuletzt hast du dann nur noch ein Drittel Chance, dass es passt. Ja. Ein anderer Tipp noch von Mooincat, den ich in einem seiner Videos gesehen habe, ist, dass ihr, wenn ihr keinen passenden Tipp habt, dann solltet ihr, falls ihr noch mehrere Optionen habt, das Deck nehmen, also ihr noch zwei andere Decks habt, logischerweise, dann solltet ihr das Deck nehmen, was ihr bezwingen sollt. Also zum Beispiel, wenn ihr jetzt den Tipp habt, Vampir-Deck nutzen, um Zombies zu bezwingen, aber das Vampir-Deck ist nicht mehr offen. Aber ihr habt jetzt noch Werwölfe offen und Zombies offen. Dann solltet ihr die Zombies nehmen. Weil ihr dann halt den gleichen Typ habt. Und der schlägt halt auch die Mehrzahl des gleichen Typus besser. Als wenn ihr dann einen Typ nutzt, der geschlagen wird, noch besser geschlagen wird vom gegnerischen Kartendeck, ne? Ist ja auch logisch. Und dann kommt ihr halt weiter, wenn ihr mit dieser sparsamen Methode spielt. Also durchspielen lohnt sich wirklich nur, wenn es passt mit dem Tipp. Aber wenn ihr dann mit sparsamer Methode spielt, dann guckt erstmal, und ihr noch zwei Decks offen habt, dann guckt erstmal,
welches ist das Deck, was ich eigentlich bezwingen soll, und wählt dann genau diesen Typ. Und danach habt ihr ja nochmal die Chance, wenn ihr das Deck zu Ende gespielt habt, dass vielleicht dann das übrige Deck mit dem Tipp auch übereinstimmt. Und dann könnt ihr nochmal ein vollständiges Deck spielen. Genau. Also das nochmal zusätzlich als Tipp, was ich noch bei Mooing Cat gesehen habe. Könnt ihr auf jeden Fall auch berücksichtigen. Oder solltet ihr auch berücksichtigen. Wenn ihr nicht genügend Zähne habt oder eben der Tipp nicht passt. Gerade jetzt am Anfang wird es eher der Tipp sein. Am Ende werden es dann wahrscheinlich eher die Zähne sein, wenn man die Rush-Quests fertig hat und dann täglich die Zähne schon ausgegeben hat, dann kann es halt sein, dass euch am Ende dann eher die Zähne fehlen und ihr darauf wartet, dass der nächste Tag beginnt und ihr wieder Zähne kriegt. Kämpfe könnte ich ja auch gewinnen. Naja. Nun habe ich schon die Verhandlung erfolgreich bestritten. Produktionsstätten meines Zeitalters habe ich gar nicht. Da muss ich Ereignisse sammeln. Das ist morgen früh dann kein Problem. Da werden bestimmt 5 Ereignisse rumliegen. So, und hier habe ich noch mal ein bisschen was bekommen. Noch ein paar Britzeldinger. Kann ich auch gleich aufbauen. Noch 2-mal das Upgrade-Kit, das ist sehr gut. Die haben ja gefehlt. Silberne und goldene habe ich ja noch genug, um die jetzt voll auszubauen. Die sehen auch ziemlich schön aus, ne? Nicht. Animation? Sehr cool. Okay, Onata. Ich hoffe, du schaust es nach. Und dann freue ich mich natürlich, falls ich mich verrechnen haben sollte, oder auch bei jedem anderen, freue ich mich natürlich gerne wieder über eine Nachricht. Gerne wieder im Discord oder beim nächsten Stream, wo ihr wollt. Oder auf Twitch per Direktnachricht. Ja. Nicht, dass ich mich dann da doch vertan habe in meiner Berechnung. Es ist ja auch schon spät. So. Die mache ich jetzt hier noch fertig. Laggt ein bisschen, wenn der Stream an ist, leider. Das geht flüssiger, wenn kein Stream an ist. Die Zahlen durchzuklicken. Früher war das kein Problem. Komisch.
Anforderungen wohl wieder gestiegen an FOE-Helfer und oder das Spiel, dass ich jetzt mehr Lags habe im Stream. Oder mein Rechner hat sich verschlechtert. Hat sich ein RAM-Riegel verabschiedet. Hat er gesagt, tschüss, ich gehe jetzt. Oder so. Nee. Würde man ja eigentlich mitbekommen. Mitbekriegen. Ah, okay. So, ich gehe nochmal durch, was ich jetzt hier so an Zeug habe. Genau, dann nutzen wir mal gleich diese Übersicht. Oder versuchen die mal zu nutzen. Die Sigillengefechte sind uns jetzt nicht so wichtig. Events wäre interessant. Was haben wir denn hier? Also zum Beispiel das Freibeuter Bootshaus. Was taugt denn das? Das benötigt, wissen wir noch nicht welche Stufe, aber ich habe auf jeden Fall bis 11 könnte ich gehen. Bis 11 könnte ich gehen und 11 brauche ich auch. Und dann gäbe es bei einer Grundfläche von 4x4, sehr klein, 17 Angriff für die verteidigende Armee oder 21 Verteidigung für die angreifende Armee. 17 Angriff für die angreifende Armee. Und die Belohnung der Seeräuber, was auch immer das ist. Okay. Ist auf jeden Fall nicht schlecht bei einer Grundfläche von 4x4. Besser auch als diese Taverne, die ich jetzt ja hier gebaut habe. Weil die hat ja... Naja, nee. Stimmt nicht. Ist zumindest nicht so einfach. Also, das sind hier 22 auf nochmal 30 Felder. 4x5. Quatsch. 20 Feldern und 17, das ist ein bisschen schlechter, 17 auf 16 Feldern ist ein bisschen schlechter. Das eine ist 1,1, das andere ist 1,0625. Also das Bootshaus ist ein bisschen schlechter, was die Effizienz betrifft, wenn man jetzt auf Angriff der angreifenden Armee zielt. Und es hat keine Forgepunkte. Vielleicht ist es in dieser Truhe drin. Vielleicht sind da Forgepunkte drin. Kann ich jetzt aber nicht sagen. Also es ist unklar, wie gut es ist. Dann hätten wir diese Sonnenblumenölpresser. Da hätte ich... würde ich auf Stufe 9 kommen. Das wäre auch die maximale Stufe. Die bringt Forgepunkte und Einheiten. Grundfläche von 6x5. 6x4. Mensch, was erzähle ich denn hier? Keine Angriffskraft. Okay. Einheiten gibt's da. Dann hätten wir die Heldentaverne. Also die könnte ich auch einmal aufbauen. Dieses Sonnenblume-Kit. Heldentaverne. Da hätte ich... das ginge bis Stufe 14, was ich hier auf der Hand habe.
braucht aber nur bis 10. Die ist 4x5 und hat nur Angriffssachen. Sehr gut, die Heldentaverne. Also für meine Begriffe sehr gut. So, und dann gehen wir weiter. Wildwechsel. Wildwechsel könnte ich kriegen bis auf 13. 9 reicht. Auch nur Angriffskraft? 6x3, so ein schmales Ding. Könnte man ein Piratenschiff für ersetzen. Oder mit ersetzen. Ist genau die Grundfläche von einem Piratenschiff auch. Auch nicht schlecht. Dann hätte ich diese Enzian-Windmühle. Windmühle würde ich nur auf 8 bekommen. Reicht das? Reicht auch. Die hat Angriff der... also Verteidigung für die angreifende Armee. Auch gut. Auch eine recht kleine Grundfläche. Reicht auch. So. Den Nutzflächen. Ein Set irgendwie? Oder wie war das mit den Nutzflächen? Sind die unabhängig? Kann man da anschließen, ne? Irgendwie so. Windmühlen, warum heißen die anders? Warum heißen die nicht auch... Das ist irritierend. Ganz schön viele Nutzflächen habe ich da noch. 2 Forge-Punkte. 5 Güter. 4 Angriffskraft. 4x1 ist... so lala. Gibt es jetzt auf jeden Fall Besseres. Jetzt, aber früher glaube ich nicht. Ein Angriffskraft pro Teil. Aber 2 Forgepunkte ist auch ziemlich gut. Naja, sind 0,5. Auch nicht. Nee, eigentlich ist es auch nicht so gut. Eigentlich sind die nicht so gut, die Anschlüsse. Würde ich behaupten, oder? Ich weiß es nicht. Da habe ich jetzt zu wenig aktuelle Erfahrung. Muss ich sagen. Forgepunkte. Oder ein Angriffskraft. Wir haben ja gerade gerechnet und die hatten jeweils mehr Angriffskraft, die Gebäude, als 1 auf ihrer Grundfläche. Ist, glaube ich, nicht mehr so ganz zeitgemäß. Und 0,5 Forge-Punkte glaube ich auch nicht, weil die ja schon alleine Stufe 2 der... Ja, auch mal mit den die hat jetzt zum Beispiel weniger als 0,5.
Ne, genau 0,5. Ist ja Grundfläche 20. Grundfläche 20 und 10 Forge-Punkte sind auch 0,5. Beim Tarotkarten, bei der Tarotkartenkarawane. Und bei der Windmühle auf voller Ausbaustufe. Ja, da sind es dann mehr als 0,5. Ja, ist, glaube ich, ziemlich im Rahmen dieser Güte hier, was auch diese Enzian-Windmühle wert ist. Aber die Felder an sich, die Anhänger an sich sind jetzt nicht so stark. Sind jetzt nicht besser als die Mühle selber. Zum Beispiel. Die Mühle hat jetzt keine Angriffskraft, ne? Das war das. Doch, die hat auch. Die hat Verteidigung für die angreifende Armee. Okay. Gut, gehen wir mal weiter. Schmetterling. Schmetterling. Das ist ein richtiges Set. Ja, das ist ein richtiges Set. Und da braucht man halt auch das Rundum, damit sich das richtig lohnt. Das Rundherum. Ach so, man muss natürlich diesen Windmühlendingern beachten, dass die keinen Straßenanschluss brauchen, ne? Die Anhänger. Das ist dann wiederum der Vorteil. Das hatte ich jetzt nicht erwähnt. Das ist dann natürlich der Vorteil, dass die keine Straße brauchen. Stimmt, hatte ich jetzt gar nicht geguckt bei den ganzen anderen Gebäuden auch nicht. Müsste ich eigentlich nochmal gucken, ob die eine Straße brauchen. Also, Schmetterlingshaus braucht auf jeden Fall eine Straße. Weil es gibt ja jetzt neuerdings auch Gebäude, die keine Straße brauchen. Das ist ja auch was Besonderes. Aber Schmetterlingshaus braucht eine. Das ist, wenn es voll ausgebaut ist, dann auch ziemlich gut. Wenn es 14 Forge-Punkte produziert, aber es hat keine Angriffskraft. Also das hat es nicht. Und dieser ganze Kram, der noch drumherum kommt, der wird ja auch nochmal Forge-Punkte produzieren, schätze ich mal. Wir ja mal hier auf so ein. Hier ist Angriffskraft drauf. Angriffskraft, Forgepunkte. Da ist auch Forgepunkte. Da sind auch Forgepunkte. Und noch mehr Angriffskraft. Genau. Also insgesamt hat es dann schon Angriffskraft. Ist halt die Frage so ein bisschen, wie groß denn überhaupt diese Grundfläche von dem Ding ist, weil das wird ja recht groß werden, schätze ich mal. Das kann ich jetzt an der Stelle nicht sagen. Das wisst ihr wahrscheinlich. Das ist ja nur 4x3, aber das wird ja am Ende wahrscheinlich mindestens 5x5 sein, schätze ich mal, wenn es ausgebaut ist. Wenn es voll aufgebaut ist. Wenn nicht sogar 6x6. Den Straßenzugang, der ja dann da reinführt, sozusagen. Wahrscheinlich ein oder zwei anschließende Straßen. Den muss man ja auch mitzählen. Weil die Straße bringt ja mehr oder weniger nichts. Denn da durch. Also auch nicht so schlecht das Schmetterlingshaus, denke ich. Jetzt gucke ich nochmal nach der Windmühle. Die wird ja wohl eine Straße haben. Denke ich mal. Also da denke ich schon. Kann ich ja hier schon beim ersten sehen. Ja. Bildwechsel bin ich mir nicht so sicher. Ob der eine Straße hat. Ja, braucht auch eine Straße. Und. Heldentaverne und Freibeuter. Die brauchen alle noch eine. Und das Tarot-Kartenhäuschen oder Tarot, was wir jetzt erst gebaut haben. Okay, also die brauchen alle eine Straße.
jetzt nur eine Sache, da muss ich mal drauf gucken. So, dann haben wir das Oreo. Braucht eine Straße. Ich komme auf Stufe 11 maximal. Muss auf 10. Ja, auch super. Super. Sollte ich auch aufbauen. In diesem epischen. Ist da dann nochmal Oreo drin oder was? Hilft mir ja nichts. Ich kann es ja nicht mehr aufbauen. Episches Geburtstagsauswahl-Kit. Ah, ist nochmal ein Upgrade-Kit fürs Oreo drin, aber kann ich nicht aufbauen. Ende der Zeitalter. Wird auch super stark. Ja. Alles so viel geiles Zeug. Und das, dieses Tarotkarten-Dingens kann ich ja x-mal aufbauen mit den Kits hier schon. Ja, 9 Stück von. Das war nicht gut, glaube ich, dieses Set. Das war nicht so gut, dass man das aufbauen will. Horrorhaus wäre ja auch zur Wahl. Das Horrorhaus war ja auch extrem gut. Da ist die Frage, was ist denn eigentlich besser? Also das Haus des Wolfes. Nee, das Haus des Wolfes ist schon... Das ist ja eine Grundfläche von... 3x4, also was die... Kampfkraft angeht, ist das Haus des Wolfes besser als das Tarothäuschen. Man hat auch nur 7 Stufen. Und dieses Tarot-Dingens... Halt 12. Ja, dann lieber noch ein Haus des Wolfes mehr, ne? Okay. Und dann hätten wir den keltischen Bauernhof. Den Bauernhof. Den Kids zusammen kriege ich den auf 11. Auf 10 brauche ich ihn. Auch gut. 30 Grundfläche, aber 36 Angriff für die angreifende Armee. Und 13 Forgepunkte sind auch mehr als 0,5. 6x7 hat der Schmetterling. Ist ganz schön groß. Danke, die Engel. Muss ich nochmal gucken. Naja, gut, das muss man alles zusammen addieren, ne? Dann schwer. 6x7 ist ganz schön groß. 6x7 ist halt. Da müsste man schon extreme Werte haben. Nicht so richtig Lust, das alles zusammenzurechnen, muss ich gestehen. Es sind halt viele Zahlen hier. Gibt es bestimmt auch auf irgendeiner Seite. Da muss ich erstmal suchen. Schmetterlingshaus. Ah, Englisch wäre besser. Oder Forge of Empires, irgendwas mit Butterfly. Butterfly Sanctuary.
Set. So, gibt's irgendwo alles zusammengerechnet? Hier. So, also 42 Grundfläche dann. 6 mal 7. Da ist es dann nicht mehr so gut, ne? Also selbst zusammenaddiert, Attack Boost plus Defense. Es ist auch unter 0,5 Forge-Punkten. Ne, da ist es dann nicht mehr so gut. Bei der Grundfläche. Da müsste man dann fast sagen, okay, Schmetterlingshaus lohnt sich jetzt nicht mehr so richtig zu bauen. Früher sicherlich. Aber jetzt ist es schon eins der schlechten. Ja. Okay. Winterkanal. Ich glaube, den habe ich ja gebaut. Winter. Den habe ich ja gebaut. Das sind nur Reste. Dann Halloween hatten wir schon geguckt. Horrorzirkus interessiert mich nicht so richtig. Der ist, glaube ich, auch nicht so gut. Da könnten wir jetzt natürlich auch nochmal gucken. Was das insgesamt ausmacht. Vielleicht einfach davon noch eine Seite öffnen und jetzt. Ich glaube, die Suche ist hier nicht immer so wirklich gut. Circus. Horror Circus Set. Ja, ist nicht gut, die Suche. Circus hatte ich doch genauso geschrieben. So, das hat eine Grundfläche von 7 mal 6. Hier steht's nicht. Schade eigentlich. Ah, hier gibt's zwei Level. Achso, hier steht aber auch unten auf Level 2, was das Ding bringt. Es hat recht wenig Angriffskraft und auch nicht so viel. Nicht so viele Forge-Punkte. Aber es müsste deutlich kleiner sein, ne? Weil es ja kein Hauptgebäude hat in der Mitte, sondern im Prinzip nur so ein. Also kein Hauptgebäude hat, was umringt ist sozusagen. Sondern nur 5 zusammengestellte Gebäude sind. Das andere ist Hauptgebäude plus 6 Teile, die drumherum sind. Tja, wie groß mag das sein? 5x5 vielleicht? Aber das ist dann von der Angriffskraft nicht gut.
Und auch von den Forgepunkten. Ich glaube, ich hatte das damals schon ausgeschlossen. Das war auch Circus Kit oder Set. Dass ich das nicht gestellt habe, weil ich das dann da schon für schlecht gehalten habe. Okay. Also das lohnt sich wahrscheinlich nicht wirklich. Goldene Felder. Golden Crops, genau. Da käme ich auf Stufe 9. Reicht auch. Hat keine Angriffskraft. Hat auch nur 9 Forgepunkte auf 20. Ach Quatsch. Auf 24 sogar. Ja, das ist nicht gut. Das ist nicht mehr wirklich up to date. Da kann man dann noch mal Sachen anschließen, ne? Nee, kann man. Nö, kann man nicht. Das ist nicht mehr wirklich gut. So, dann ist eine Straße, brauchte das wahrscheinlich auch. Wieder vergessen nachzugucken. So, dann gäbe es das Bergschutz. Das, da bin ich ja immer noch von überzeugt, dass das sehr gut ist. Wahrscheinlich ist es auch noch gut. Das hätte ich 15 Stück von. Das bedeutet, dass ich das zweimal voll ausbauen kann. Dafür brauche ich 14. Zweimal auf Adlerberg ausbauen. Ja, das ist super. Das ist super. Na, 24 Grundfläche, 26 Angriffskraft und dann aber auch noch den Counterpart. Mit der Verteidigung und 10 Fortschritte. Das ist super geil, das Ding. Gut, gar keine Diskussion. Das ist sehr gut. Riesenrad sind wahrscheinlich nur Überbleibsel, die ich da habe. Zu Schuhmühle habe ich noch ganz schön viel. Da könnte ich wahrscheinlich auch noch mal ausbauen, aber das wird sich wahrscheinlich nicht mehr lohnen. So wie Schuhmühle auszubauen, könnte ich noch mal auf 9 bringen. Reicht haargenau. Aber bringt halt nicht mehr, es bringt halt keine Angriffskraft mehr. Aber mehr als 0,5 Forgepunkte pro Feld. Also auf jeden Fall besser als manche andere Sachen, die wir gerade gesehen haben. Aber auch nicht mehr ganz up to date. Winterbäckerei habe ich auch nicht gebaut. Hat damals nicht zur Winterbäckerei nicht noch Falco Zocket Videos gemacht? Da könnte ich, wenn die nur 6 Stufen haben, boah. Grundgebäude habe ich dreimal und dann brauche ich halt nur noch 5, könnte ich 3 Stück bauen. Vier davon gibt's. Mal 5 sind 15.
Und 17 Verteidigung für die angreifende Armee. Oder 15. Das wäre wieder 1. Aber es müssen halt. Es muss halt neben zwei anderen stehen. Und das ist schon schwierig, weil da muss man die ja so versetzt stellen. Weil nebeneinander, so wie sie schön aussehen würden. Ja. Kann ich ja bauen mit meinen, mit dem, was ich habe. Drei verschiedene. Also das würde sich, glaube ich, für der Grundfläche dann nicht so lohnen, weil das muss man halt ziemlich zickzack bauen. Dann ist auch die Frage, wie man das mit den Straßen anbindet. Wenn da drei aneinander stehen, die müssen ja dann, muss ja eins, zwei können nebeneinander stehen und eins muss oben drüber stehen, was beide anderen berührt. Um diese drei zu haben. Oder geht es auch, wenn die in Reihe stehen? Wahrscheinlich nicht, ne? Da steht ja nebeneinander. Wenn neben anderen unterschiedlichen Winterbäckereien steht nicht, dass die in Reihe dürfen. Also würde ich das so verstehen. Und es müssen andere sein. Das heißt, man kann nicht dreimal das gleiche wählen. In Reihe geht es nicht, sagt Engel. Okay. Genau. Man kann nicht dreimal das gleiche wählen und dann würde man wahrscheinlich die ersten drei hier nehmen. Und diese, die letzte nicht, weil die gibt halt nur Güter. Und die würden halt ganz gut Forge-Punkte, ganz okay Forge-Punkte und die Angriffskraft bringen. Ja, ist nicht so der Hit, würde ich sagen. Und schwer zu stellen. Schwer zu stellen. Schauen wir mal weiter. Bis Horrorhaus hatte ich auch noch die ganzen Grundflächen. Also vier Stück sogar. Horrorhaus Auswahlkit hätte ich auch noch. Was hatte ich da gesagt? Ich habe es schon wieder vergessen. 7 Stufen? Ja, wenn man das alles zusammennimmt, da hätte ich ja jetzt hier noch, da sind jeweils Stufen drin, das sind ja 19 Stufen. Die erste habe ich ja schon, das heißt, ich brauche nur noch 6. Und ich habe 19, das heißt, ich könnte 3 Stück voll ausbauen. 3 Horrorhäuser könnte ich damit voll ausbauen. Ja, das wäre schon gut. Die ich noch aufstellen kann. Okay. Das auch gemerkt. Die Villa des Gouverneurs, die sieht auch so aus, als könnte ich davon noch mehr bauen. Ich hätte auch noch das Erntefest. Straße muss auf 4, die Erntescheune. Ach so, und dann muss da der ganze Kram wieder drumherum.
So ist es natürlich nicht schlecht. Ah, ja, ich erinnere mich. Das sind diese ganzen Teile hier, wo man nur die Felder gebaut hat dann am Ende, weil sich das mit der Scheune nicht so richtig gelohnt hat. Ja gut, da könnte ich halt noch mehr Felder von bauen. Ich muss das nicht immer schließen. Villa. Ich glaube. Dafür habe ich 11 Teile. Ist aber nur eine Villa des Gouverneurs voll ausgebaut. Ach, so viel dazu. Jetzt kommen hier die Hits des nächsten Tages. Kriege ich ja die Hexe gleich. Das werde ich jetzt nicht starten. Gut. Ja, eine Villa kann ich noch bauen. Turm der Verbindung. Das habe ich nicht gespielt, ne? Ah, doch, das habe ich gespielt. Das habe ich gespielt. Und das Problem, das ist das Ding ohne Straße. Das ist das Ding ohne Straße. Genau, und ich glaube, das war am Ende auch ziemlich gut. Dieser Turm der Verbindung. Genau. Ja, den kann man ja irgendwo an den Rand stellen ohne Straße. Ist ja ziemlich cool. Und ich habe dieses Event, glaube ich, noch gespielt. Aber am Ende nicht auf diese Truhen geklickt oder so. Also ich hatte davon ganz viel Eventwährung, aber ich habe diese ganze Eventwährung überhaupt nicht eingesetzt. Und dadurch habe ich irgendwie alles verloren, was ich da hätte sonst gekriegt. Ja, genau. Weil ich da schon nicht mehr so wirklich aktiv war. Dann gibt es noch die Hanami-Brücke. Auch 12 Teile. Man braucht 8. Das lohnt nicht mehr. Achso, Mikawa. Halt 24er Grundfläche und nur 16, nur 10 Forgepunkte. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Hanami-Brücke. Winterzug. Boah, das ist eine Anstalt, habe ich auch. Ich habe alles. Ich habe alles. Dazu, das ist 12 Kids, lässt sich auch noch voll ausbauen. Braucht 9. Kohle Express war der gute. Das lohnt sich auch noch, ne? Der hat ja 21 Grundfläche und 26 Angriffskraft. Lohnt sich weiterhin, den Winterzug zu bauen. Dann die verlassene Anstalt. Kids, das wird auch voll auszubauen gehen. 9. Das ist knapp zu wenig, ne? Also, das hat halt nur 24 auf 25er Grundfläche. Aber 11 Forge-Punkte kann man durchgehen lassen. Kann man durchgehen lassen noch, ne? Ist jetzt nicht mehr ideal. Ist
Schon nicht mehr so ganz zeitgemäß. Die verlassene Anstalt. Das Septemberhäuschen. Geht das noch? Geht das noch klar? Kann man es mit 7 ausbauen? Ja, gerade so. Es braucht genau 7. Das war das Haus mit Sonnenblumen. Ja, ist über ein. Ja. Aber es hat halt wenig Forschpunkte dann dafür, ne? Aber ist auch okay. Ist auch noch okay. Denke ich. Auch noch okay. Leuchtturm lohnt sich wahrscheinlich eh immer noch wegen der. Wegen der Diamanten auch. Könnte ich, glaube ich, auch 2 von bauen. Ja, kann ich. Genau, wegen der Diamanten. Lohnt sich der wahrscheinlich immer. Dann hätten wir Altargarten. Göttliches. Was ist denn da drin im Göttlichen? Wahrscheinlich dann auch die Kids, oder? Erstmal nochmal reinschauen. Nee, nur die Grundfläche. Nur die Grundfläche. Das kriege ich also nur auf 4. Reicht nicht. Braucht man 5. Da braucht man 5. Ich glaube, die waren auch ganz okay, die Dinger. Also die mit Angriffskraft. Genau, 7. Artemis 7. Auf einer 6er Grundfläche. Ist schon okay. Leider nur ein Forge-Punkt, aber ist auch noch okay. Ist jetzt auch nicht mehr. Up to date, Koloss wahrscheinlich auch nicht mehr. Koloss war früher auch super gut. Er braucht, glaube ich, viele Ausbaustufen. Ich glaube, 12 braucht er, das reicht, glaube ich, nicht. Doch, 10 braucht er nur. Immer 4, 14. Leicht runter. Und am Schnitt aber auch noch okay. Winterdom. Ist halt nur Forge-Punkte. Der ist, glaube ich, nicht mehr. Auch nicht mehr zeitgemäß. Der Winterdom. Zwölf Stufen habe ich erstmal nicht. Verteidigung für die verteidigende Armee, naja. 4 sind dann aber auch wieder 16. Wäre das noch okay, wenn man Gildenexpedition Stufe 5 spielen will? Vielleicht. Vielleicht ist es da ein angebrachtes, ein ganz okayes Gebäude. Sonst ist es, glaube ich, nicht mehr zeitgemäß. Ja, und die Siegerplätze, die sind wahrscheinlich auch dann raus, ne? Auf Stufe 2 vielleicht noch nicht. Siegerplätze. Oh, die sind noch nicht raus. 15. Auf einer 9er Grundfläche. Nee, da. Kann man auch akzeptieren, dass man keine anderen Werte hat, denke ich. Außer Zufriedenheit, aber gut. Engel. Das ist okay. Ich gucke mir nur noch an. Ich gucke mir eh nur noch an, was sich lohnt, damit ich so ein bisschen Eindruck habe fürs Umbauen. Schön, dass du noch so lange dabei warst und vielen Dank auch für die Kommentare nochmal. Nochmal echt einen Mehrwert gebracht haben.
Ich bin jetzt sicherlich auch müde. Hast recht, Engel. Es wird Zeit. Ein Minarett. Davon so viel habe. Ich gehe jetzt die nur noch alle durch und dann. Ach, das war vom. Vom Mogulreich, ne? Glaube ich. Vom Mogulreich. Mehr als 0,5. Lohnt sich eigentlich. Auf Stufe 4 auszubauen. Eins davon. So lala, lohnt sich das. Braucht halt auch eine Straße. Ist besser als ein Schrein des Wissens 2. Dann mit 2 Fortspunkten. Ja, schlaf gut, Engel. Gute Nacht. Schlaf gut. Bis demnächst. So, kommt noch was? Schildwacht, Kids. Ja. Okay, es gibt einige Gebäude, wo es sich lohnt, die zu stellen. Platz habe ich ja noch jede Menge. Eigentlich. Ich würde auch noch mehr kriegen, wenn ich die Diamanten dafür einsetzen würde. Vier weitere Flächen könnte ich auch noch kaufen. Ich habe schon ein paar Diamanten eingesetzt, um diese Leiste jetzt zu kaufen. Ich glaube, das waren 4. Genau, 4 habe ich schon gekauft mit Diamanten. Ansonsten habe ich noch Siegerweiterung platziert und es gibt ja jetzt wahrscheinlich noch mehr Erweiterungen über das neue Zeitalter. Das kommt dann auch noch hinzu. Ja, also wäre auf jeden Fall noch Platz da, um einiges an Gebäuden zu stellen. Und wenn ich 2 Leuchttürme noch stellen kann, dann produziere ich auch noch mehr Diamanten. Apropos, ich kann ja hier mal allen helfen. Vielleicht fallen ein paar Diamanten mehr ab. Genau. Und ansonsten kann man einiges umbauen. Das Dojo zum Beispiel, das ist ja auch nicht mehr wirklich zeitgemäß. Dass man davon 1 hat, wäre dann vielleicht noch schön. Aber 3 lohnen sich nicht mehr so wirklich. Karussells auf jeden Fall. Ich denke, davon hatte ich früher auch noch viel mehr. Die habe ich, glaube ich, schon ganz viele getauscht gegen die Siegerplätze. Mit Siegerplätzen ist ja hier eh schon alles voll in der Stadt. So, jetzt kann ich einsammeln. Mal gucken, ob Diamanten dabei sind. Leider nicht. Ach, die Gilde. Durchmoppeln. Mopulieren.
Nochmal eine Chance. Da nicht. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Dieses, ne, irgendwie eine Chance von ganz gering, dass man Diamanten bekommt. 1%, glaube ich. 1%. Aber dann auf die 13% noch. Ne? Also es hat halt jetzt 13%, dass man überhaupt was bekommt und dann nochmal 1%, dass man Diamanten bekommt. Irgendwie so. Das muss man ja miteinander multiplizieren. Also 0,1321 mal 0,01. Dann hat man die Prozentchance, dass man Diamanten bekommt. Glaube ich. Muss mal zusammenrechnen. 0,1321. Ach. 1321 mal 0,01. Ja. 0,001321. Und wenn ich jetzt hier, ich habe gerade 110 Leute motiviert. Wenn ich das Ganze jetzt hier mal 110 rechne, dann bin ich bei 0,145. Also, ne? Und wenn ich das jetzt speichere und teile, dann bekomme ich theoretisch jeden siebten Tag, wo ich alle ernte, 50 Diamanten. Kann das sein? Das ist doch viel zu viel. Dann hat man ja pro Tag doch noch 14%. Eine 14%ige Chance, dass das gelingt bei 110 Freunden. Schon sein. Naja, nur deshalb habe ich ja diesen Saatgut-Tresor überhaupt gebaut, wegen der Diamanten. Egal. Egal. Okay. Ich muss erstmal wieder meine Freundesliste voll machen. Also, falls ihr noch Freunde braucht, ne? Meine Freundesliste hat noch Platz. Ups. Also schickt mir gerne eine Freundschaftsanfrage auf die Negu. Für die Zeit, wo ich jetzt wieder aktiv spiele, würde ich dann natürlich auch gerne Diamanten einsammeln. Maulwurf! Du redest jetzt noch zu mir. So spät. Vielen Dank dir. Vielen Dank. Du hast doch bestimmt wieder Anno gespielt, oder? Hallo Maulwurf. Danke für deinen Raid. Ich werde jetzt nicht mehr lang machen, ne? Hast du Anno gespielt? Ja, oder? Oder dieses Mal wieder was anderes? Heute war Anno-Tag, okay. Und wie war's? Ist schön Stadt gebaut?
Ich habe auch gerade geguckt, was ich in meiner Forge of Empires Stadt umbauen kann. Genau, ist natürlich nicht so schön wie in Anno. Auch wenn ich ranzoome. Auch dann nicht. Nee. Aber ist ja auch mehr ein Spiel, was für andere Sachen, wo man noch viele andere Sachen machen kann. Außer bauen und Wirtschaftssimulation ist halt hier gar nicht so wirklich. Genau. Also es gibt zwar irgendwie Güter, die man haben muss und so, aber und dann auch nutzen muss, aber nicht so eine ausgefuchste Wirtschaftssimulation wie bei Anno. Artistas? Oh, da kenne ich mich nicht aus, du. Weiß ich gar nicht, was es ist. Kannst du mir jetzt sonst was schreiben? Ich kenne mich mit dem neuen Anno halt gar nicht aus. Ich habe Anno damals gespielt, als es rauskam. Das erste Anno. Das habe ich damals gespielt und ich habe es auch immer mal wieder gespielt. Aber ich habe mir tatsächlich nie ein neueres Anno geholt. Also ich hatte immer nur dieses eine. Und habe das auch immer mal wieder angefangen. Und habe das auch manchmal dann im Multiplayer, weil das ja später irgendwann ging, zusammen... Ah, ein paar Freundschaftsanfragen angenommen. Im Multiplayer gespielt mit Freunden. Wobei das dann manchmal das Problem hat, dass das irgendwie out of sync ging. Und dann hat man irgendwie 6 Stunden gespielt zusammen und wollte auch gerne noch 4 Stunden weiterspielen oder so, weil man sich so einen Anno-Tag gemacht hat. Aber ging nicht, weil dann ja hat das Spiel aufgehört zu synchronisieren aus irgendeinem Grund. Und danach konnte man dann nur noch ausmachen, weil es gab dann auch keinen Spielstand, den man neu laden konnte oder so, den man da benutzen konnte. Das war dann ein bisschen ärgerlich. Spaß hat es trotzdem gemacht. Die dritte Bevölkerungsgruppe in der neuen Welt. Okay. Ja, gibt ja immer wieder Erweiterungen, ne? Für das neueste Anno, ne? Das ist es wahrscheinlich. Dann wieder aus irgendeiner Erweiterung, dass du da weiterspielst. Genau, ich habe mir so ein bisschen Überblick verschafft, was ich hier noch an Gebäuden bauen will, weil ich ja so viele Gebäude noch habe in meinem Inventar, die ich jetzt gerne noch aufbauen wollen würde, auf voller Stufe. Und das habe ich jetzt so in der letzten Stunde gemacht. Ansonsten hatte ich mich mit dem Event befasst. Logging Event für den heutigen Tag. Da habe ich jetzt schon alle Spiele durchgespielt. Nur noch Kosmetik-DLCs, okay. Haben sie das angekündigt, ja? Dass es nur noch Kosmetik gibt. Das heißt dann aber auch mehr oder weniger, dass sie dann schon wieder am nächsten Teil arbeiten. Ja. Also so langsam anfangen, am nächsten Teil zu arbeiten. Denke ich mal. Ja, sehr cooles Minispiel hier mit dem Kartenspiel. Das hat mich sehr begeistert mich sehr, muss ich sagen. Weil es mal wieder ein Spiel ist, wo man drüber nachdenken muss. In Forge of Empires und wo man strategisch gut vorgehen kann, wo man gut drüber nachdenken muss, wie man das Kartenspiel macht. Genau, da hatte ich jetzt Videos oder Streams zu gemacht, wie man das spielt und am Ende auch ein 25-minütiges Erklärvideo gemacht, was recht häufig geguckt wurde jetzt, irgendwie 4000 Mal. Und
ja, spielt es halt auch weiterhin gerne. Und deswegen hatte ich jetzt wieder mit Forge of Empires angefangen, obwohl ich jetzt schon ewig kein Forge of Empires gespielt habe. Also, seit dem Event und seitdem mir André Freakman, falls der dir was sagt, Maulwurf, seitdem er mir sagte, ich soll mal bitte ein Erklärvideo machen oder ein Stream, wo ich auf das aktuelle Event eingehe. An FOE kommst du nicht ran. Hast du es mal versucht? Das würde ja bedeuten, du hast es mal versucht. Ja, es ist halt nicht das gleiche wie Anno. Und es ist halt bei Anno, das Schöne bei Anno oder generell bei Spielen wie Anno ist, du hast halt keinen Zeitdruck. Und das ist halt super cool. Du kannst halt spielen, wenn du Lust drauf hast. Und bei FOE hast du halt immer diese Events, dann musst du die Events spielen, wenn die Events sind. Dann hast du diese ganzen Gildenereignisse und so, die laufen dann für eine Woche und da erwartet dann die Gilde vielleicht auch, dass du irgendwas schaffst in der Zeit. Das ist halt immer schwierig. Oder hier in dem Event gibt es jetzt einen Tagespreis zum Beispiel. Und wenn man den jetzt haben will, dann muss man heute spielen. Und ist dann daran da so festgenagelt, dass man das an diesem Tag macht und so. Ja, und das ist auch super aufwendig geworden. Also dafür keine Zeit. Wenn man jetzt nur diese einzelnen oder wenn man nur so einzelne Sachen davon macht, ja, und dann sehr viel liegen lässt. Genau, deswegen hatte ich auch mit Forge of Empires aufgehört. Also ich spiele es jetzt eigentlich auch nur, weil mir dieses Event so gefällt. Alles andere mache ich halt auch gar nicht. Ich spiele eigentlich nur das Event und habe mir gerade mal angeguckt, was habe ich eigentlich alles an Gebäuden und könnte ich meine Stadt vielleicht noch mal ein bisschen verbessern, so ein bisschen Anno-like sozusagen. Aber ansonsten spiele ich halt dieses Event. Und damit bin ich eigentlich für heute durch. Ich habe alles geschafft. Die sind alle geschlossen, meine freikaufbaren Decks. Und dann kann ich morgen da weiterspielen. Und freue mich da quasi jetzt schon drauf. Also übermorgen eigentlich, weil heute habe ich ja schon gespielt. Also den Sonntag habe ich schon gespielt. Weil ich nach 0 Uhr erst angefangen habe. Genau. Und mehr mache ich halt auch nicht. Also diese ganzen anderen Sachen, die mache ich gerade nicht. Doch, doch, Josie spielt. Josie und Petey spielen. Die spielen Forge of Empires. Die spielen das immer noch aktiv. Also mindestens auf ihrer Hauptwelt. Sie machen nur nicht mehr so viele Videos. Genau. Also nicht so viele Forge of Empires Videos. Wobei in letzter Zeit wieder mehr kamen. Und heute hat nur Pi gestreamt, ne? Wieder nur. Also Josie wird wahrscheinlich wieder irgendwas vorgehabt haben oder weiß es nicht. Ich habe jetzt nicht im Discord bei ihr geguckt, ob sie irgendwas geschrieben hat. Genau, heute hat er dann nur Pi Assassin's Creed weitergespielt, so wie ich das gesehen habe. Genau, na klar. Ich bin ja noch reingehüpft bei ihm und habe dann meinen Stream erst gestartet um 0 Uhr. Gut. Aber, oder um halb null. Aber. Normal. Ganz normal, Maulwurf. Es gibt solche und solche Zeiten. Aber ich werde jetzt auch Schluss machen. Aber vielen Dank dir nochmal für deinen Raid. Ich werde mal auch schauen, wohin ich hin raiden kann. Jetzt mit dir und vielleicht auch noch Zuschauern von dir, falls noch jemand da geblieben sein sollte. Obwohl es ja jetzt kein Anno-Stream war.
Ja, also das sind noch. Der Monkey ist daher, müsste ich mal kurz gucken. An den erinnere ich mich gerade nicht so richtig, an den Mr. Monkey. Das könnte sein, dass das. Danke fürs Follow. In-Game-Follow natürlich. Spielt gerade irgendein Spiel mit Waffen. Hand Shutdown. Sagt mir nichts. Bin ich mir jetzt nicht sicher, woher ich ihn kenne. Ob er Portal vielleicht mal gestreamt hat oder Jagged Alliance. Wahrscheinlich eher Portal. Aber der ist noch live. Und der hat auch nicht so viele Follower. 237 Follower. Der freut sich bestimmt, wenn wir da mal rübergehen zu ihm. Keine Ahnung, was das für ein Spiel ist. Boah. Sagen wir einfach mal Hallo, würde ich sagen. Und raiden zu ihm. Danke dir, Maulwurf. Ich wünsche dir auch eine gute Nacht und auch einen schönen Sonntag. Genau, dann werfe ich einfach mal den Raid an. Und wenn ihr noch mitkommt, dann gibt es noch ein paar Kanalpunkte. Ich mache jetzt aber auch Schluss. Und werde dann nicht mehr lange bleiben bei ihm. Kanal Raiden. Vielleicht ist er ja auch nicht mehr lange wach. Das kann ja auch immer sein, ne? Auf geht's. Auf geht's. Vier sind noch dabei. Beim Raid. Na dann, machen wir mal rüber, wir vier, ne? Gute Nacht euch. Sag ich schon mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für die vielen Kommentare. Vielen Dank für die Bits. Und vielen Dank fürs Follow.